wieder im Einsatz, hat sich schwer getan in den ersten Spielen, jeweils in der Verlängerung nur gewonnen, um überhaupt in die dritte Runde zu kommen. Auf der anderen Seite Innsbruck als Europacup-Teilnehmer, zuletzt zweimal allerdings genau in dieser dritten Runde ausgeschieden. Also wieder so ein Duell David gegen Goliath mit einer kleinen Chance für den Außenseiter. Für Schärding das Spiel des Jahres, für Innsbruck ein Pflichtsieg. Die 1500 Schärdinger Fans, die sind durchaus erstklassig. Die Mannschaft des SK Schärding hat aber heute gegen den Tiroler Goliath keine Chance. Der FC Tirol Milch spielt von links nach rechts, die Schärdinger nur rechts, da sie faktisch nicht aus der eigenen Hälfte herausgekommen sind. Wir befinden uns in der 7. Spielminute. Weitschuss durch Michael Bauer. Thomas Janischitz fälscht ab und es steht 0:1 für den FC Tirol. Nur zwei Minuten später. Sliwowski. Zu Kitzbichler, Haken, Schuss und 0:2. Ja, so einfach geht's heute für den FC Tirol. Dann kam die Unglücksminute 13 für den SK Schärding. Čežek. Zu Sliwowski und Volley zum 0:3 für den FC Tirol. Ein wunderschönes Tor. Grin und nochmals Janischitz sorgen für den Pausenstand von 0:5. In der Pause kam dann Walter Schachner. Und wie er kam. 53. Spielminute. Verheerender Fehler von Schärding-Torhüter Svetkovic. Und Schoko Schachner lässt sich diese Chance natürlich nicht entgehen. Sein erstes Tor für die Tiroler, 0:6 für seine Mannschaft. Čemšek erzielt in der 58. Minute aus einem Freistoß das 0:7. Meierle. Flanke zu Schoko Schachner und 0:8 für den FC Tirol, sein zweites Tor am heutigen Tag. Danach kamen die Tiroler durch zweimal Janischitz und einmal Bauer zu drei weiteren Treffern. Der FC Tirol Milch schlägt den SK Schärding mit 11:0. Und gleich weiter zur nächsten Partie, die heißt Saalfeld.